Tada! Der nächste Monatstausch liegt an bei uns in der Gruppe, ein ATC-Tausch. Dieses Mal war das Thema Lego. Meine Güte, ich habe mich noch nie damit so schwer getan, zu einem Thema etwas zu basteln. Also das hat mir den letzten Verstand geraubt. Ich hatte erst überlegt, ob ich was male. Und zwar dachte ich mir, es sind ja immer 4 Karten, die wir machen sollen. Und ich dachte mir, dass ich aus Lego-Steinen das Wort Lego forme. Also eine Karte mit L, eine mit E, eine mit G, eine mit O. Ja, habe ich dann so gar nicht hingekriegt, sah total doof aus und dann stand ich da wie ein Ochs vom Berg und hatte überhaupt keine Idee, was ich machen sollte. Und dann bekam meine Tochter Post von Lego, fragt mich nicht, warum, keine Ahnung, da war ein Flyer, hier ein Katalog drin, ein Lego-Katalog. Also ich habe den nicht angefordert, vielleicht war es mein Mann, ich habe keine Ahnung. So, und den habe ich mir dann geschnappt. Und habe mir schöne Motive rausgesucht, die eben auch auf eine ATC passen. Das war gar nicht so leicht, weil entweder waren die so winzig klein, das konnte man mit dem bloßen Auge dann gar nicht erkennen, das hätte blöd ausgesehen, oder die Motive waren gleich so riesig. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Folgende Karten habe ich gemacht. Einmal diese hier mit dem tollen T-Rex und noch so ein bisschen Knochenzeuges davor. Ich habe es halt sehr schlicht gehalten. Ich wusste nicht, was ich noch hätte dazu machen können. Ich habe den Hintergrund ein bisschen mit Stempelkissen eingefärbt und wie immer habe ich außenrum auch beinkt. Und dann sind hier auch ein paar Nuvo-Drops drauf, aber das war es dann auch schon. Also da, wie gesagt, ich war echt einfallslos, aber dafür, dass ich einfallslos war, ist es noch schön geworden. Dann habe ich diesen wunderschönen Hai mit einer Schatzkiste gemacht und hier oben, was man, wenn man weiter weg guckt, fälschlicherweise für Wolken halten könnte, sind 2 Delfine. Auch da habe ich die Karte im Hintergrund mit 3 verschiedenen Stempelkissen bearbeitet, außenrum noch mit einem 4. Und da sind dann auch wieder ein paar Nuvo-Drops drauf, diesmal in Clear, weil ich dachte, das wirkt dann vielleicht ein bisschen wie Blubberbläschen. So, und dann ist das die nächste Karte. Da funktionierten meine Nuvo-Drops nicht. Die haben sich also nicht gedroppt, gedropst. Die haben alle so ein Hütchen beibehalten. Das finde ich ein bisschen blöd. Ja, ich weiß nicht, wie ich die verflüssigen könnte. Ich könnte vielleicht Kleber reinmachen und reinmischen und das dann vielleicht ein bisschen geschmeidiger dadurch machen. Ich weiß es aber nicht. Wasser wird ja wohl nicht funktionieren, denke ich. So, da haben wir diese zuckersüße Krabbe. Die war ursprünglich bei dem Hai mit dabei. Also da war die Krabbe, der Hai und die Schatztruhe. Aber ich fand die Krabbe cool und ich fand, die muss vor einem Eiswagen stehen. Und dann habe ich diese 2 Palmen noch dazu ausgeschnitten und die im Hintergrund drapiert. Und ich hatte dieses schöne Papier mit den Muscheln drauf, das hatte ich in einem Tauschpäckchen. Das war schon auf ATC-Größe zurechtgeschnitten. Bei mir sind fast immer die Ecken abgerundet, weil ich das einfach schöner finde. So, und dann die letzte. Das ist tatsächlich ein komplettes Motiv, das ich genau so aus dem Katalog übernommen habe. Da musste ich also wirklich nur dieses eine Teil ausschneiden. Macht das mal, das Papier, das ist so dünn in diesen Katalogen, das war gar nicht so leicht, dass das nicht einreißt. Ja, auch da wieder 3 Nuvo-Dröpschen drauf. Ja, schade, ist nicht so geworden, wie ich wollte. Naja, den Rand beinkt und das war's. Also, das sind die 4, die ich gewerkelt habe. So. Und ich bin sehr gespannt, was für Karten ich zurückbekomme und ob sie mir gefallen. Also ich habe früher gerne mit Lego gespielt und ich finde die Lego-Teile auch toll, aber ich finde das Thema halt einfach, das ist nicht meins. Naja, okay, in diesem Sinne, ich hänge das Video von den ATCs, die ich bekomme, wie immer hinten dran. So, und meine ATCs, meine Lego-ATCs sind jetzt auch angekommen und mit dabei war dieser super schöne Paillettenmix. Den finde ich, also der ist traumhaft schön. Diese Farben, die sind so toll. Vor allen Dingen hier dieses, da unten, da ist sowas Bronzefarbenes. Oh, das wirkt einfach. Es wirkt. Ich finde es super schön. Und die Lego ATCs, die ich bekommen habe, sind alle handgemalt. Also da habe ich ja den größten Respekt vor. Wunderschön. So, das sind die Lego Friends Mädels. Ich weiß leider nicht, welche wie heißt. Das konnte ich mir noch nie merken.
Aber die sind echt schön geworden. Super toll. Und jetzt kommt der Knüller. Das ist so cool mit der Waschmaschine im Hintergrund. Ja. Ja, ein Thema, das, wie schon erwähnt, mir überhaupt nicht lag. Aber trotzdem bin ich froh, dass ich so schöne ATCs zurückbekommen habe. Und freue mich schon auf den nächsten monatlichen Tausch. Das wird dann das Thema Nightmare Before Christmas sein. Das durfte, na, wer durfte sich das aussuchen? Ich durfte mir das aussuchen und ich freue mich schon so drauf. Ja, nächsten Monat gibt es dann wieder den nächsten Tausch, den ich euch zeige. Bis dahin, bleibt gesund, Krönchen richten und weiter tanzen. Lasst euch nicht unterkriegen. Tschüss.